Unter den sozialen Brennpunkten ist Duisburg-Marxloh ein Spitzenreiter. Negativrekordhalter in jeder Hinsicht. Wenn jetzt ein normaler Bürger hier hinkommt und sich eine Wohnung angucken würde, diese Wohnung, bitte niemals nehmen diese Wohnung. Niemals! Während es bundesweit an bezahlbaren Wohnungen mangelt, stehen sie hier reihenweise leer. Ist das noch bewohnt? Hier scheint noch einer ausgehört zu haben. Das einstige Arbeiterviertel hat seinen Wert verloren. Kapitalanleger würden hier in Duisburg-Marxloh keine Wohnung kaufen. Verschärft wurde die Lage durch den Zuzug von Osteuropäern. Ein paar der neuen Nachbarn. Guck mal, was man hier Fleisch, wie ekelhaft ist das denn? Zwingen die Alten zur Flucht, wie Heimatvertriebene. Leiden tue ich nach wie vor, ne? Also ich habe Heimweh ohne Ende. Das ist wirklich schlimm gerade. Was von oben nach Ruhrpott-Romantik aussieht, erlebt Heidemarie Krüger als einen Ort des Niedergangs. Seit 32 Jahren wohnt sie in Marxloh. Doch in letzter Zeit hat sich die Nachbarschaft verändert. Die Rentnerin fühlt sich fremd im eigenen Kiez. Da war Aldi. Und eine kleine Metzgerei. Hier gab es einen Zeitungsladen, hier gab es einen Bäcker, hier gab es einen Metzger. Fotopost hatten wir da. Auch nicht. Sondern, was ist da jetzt? Brautladen. Ich stelle da keine großen Ansprüche, aber wenigstens ein Lebensmittelladen. Tatsächlich gibt es rund 20 Brautmodenläden in Marxloh. Auch zu Hause hört der Ärger, den sie empfindet, nicht auf. Das liegt vor allem an der unkonventionellen Müllentsorgung im Hinterhof. Die einstmals heile Welt, begraben unter Abfall. Den Balkon, können wir hier gar nicht nutzen. Ich habe da keine Lust, auf den Dreck zu gucken. Und wenn ich Besuch kriege, sowieso nicht. Da schämt man sich hier. Was hier alles rumliegt, das kommt aus dem Fenster von oben. Wer schmeißt das da runter? Kinder oder was weiß ich da nicht. Auch die Frauen. Die rauchen, die Kippenschachteln, alles liegen da unten. Jetzt will Heidemarie Krüger nur noch weg. Kann sie aber nicht. Denn vor 22 Jahren hat sie die Wohnung mit ihrem Mann gekauft. Preis für den Traum vom Eigenheim 90.000 Euro. Es war viel Grün, das Grün hat mich war schön. Und mein Mann hatte endlich sein eigenes Büro. Ja, und jetzt ärgere ich mich, dass ich die überhaupt je gekauft habe. Mein Mann ist jetzt 10 Jahre tot, ich habe die 4 Jahre hier gepflegt. Und ich mag hier nicht mehr. Und wenn ich hier rausgehe, dann nur noch mit den Füßen zuerst. Verkaufen ist keine Option? Nein, ist doch keine, da kauft doch keiner. Gefangen in den eigenen vier Wänden. Und Marxloh ist nicht der einzige Problembezirk in Duisburg. Auch andere drohen zu kippen. Im sonst eher bürgerlichen Friemersheim ist der Erling-Hagen-Platz zu einer Art Schandfleck geworden. Köksal Jalcin lebt hier seit 4 Jahren. Mittlerweile kommen die meisten seiner Nachbarn aus Rumänien und Bulgarien. Der gebürtige Türke und seine Familie gehören damit schon fast zur Minderheit. Am Anfang, als ich hierhin gekommen bin, wurde mir immer gesagt, das hier ist Rumänien. Ich habe hier nichts zu suchen. Ich soll rausgehen. Ist egal, ob man hier Eigentum hat oder nicht. Man wird ja immer beschimpft und beleidigt. Sehr viel Stress gehabt am Anfang. Die sind sehr laut, die stehen vor der Tür, vor Balkons. Leute, könnt ihr bitte ein bisschen leise sein? Nein. Seinen 3-jährigen Sohn und seine 11-jährige Tochter lässt er ungern allein vor die Tür. Jalcin vermisst Recht und Ordnung, eigentlich typisch deutsch. Typisch Roma. Tür verbrannt, Steckdosen verbrannt. Alle Steckdosen weg, hier, sehen Sie. Da wohnen Kinder. Keine Briefkasten mehr, also alle sind schon teilweise kaputt. Da unten unter den Treppen hat jemand geschlafen. Danach hat er auch immer hier gemacht und so. Und danach hat es ja gestunken und so. Wie ist das für dich, so zu wohnen? Nicht gut, ekelhaft und so. Doch die neuen Nachbarn sind offenbar gekommen, um zu bleiben. Zumindest ist das der Eindruck von Herrn Jalcin. Sehr viele zahlen die Miete nicht. Monatelang, die wissen ganz genau, in Deutschland können die nicht sofort rausschmeißen. Wir haben einen da rausgeschmissen, der wohnt jetzt wieder auf dieser Seite. Das kriegen sie nicht weg. Der hat vor dem Balkon runtergepinkelt vor den Kindern. Da habe ich ihn angezeigt, der ist
gekündigt worden, weil der wohnt wieder hier. Den kriegen sie nicht weg. Laut eigener Aussage hat er in den letzten Jahren etwa 10 Anzeigen gestellt und etliche Beschwerden an die Stadt gemeldet. Die Stadt erklärt dagegen, dass derzeit keine Probleme am Erling-Hagen-Platz bekannt bzw. gemeldet worden seien. Ich hoffe, dass die Stadt mal was unternimmt. Alle schicken mich dahin. Das ist nicht unsere Zuständigkeit, das ist nicht unsere. Da kümmert sich der. Am Ende interessiert sich niemand dafür. Mit Einbruch der Dunkelheit wird es oft laut am Erling-Hagen-Platz. Störgeräusche, die nicht gut ankommen. Früher war hier alles, aber sind neue Familien gekommen, immer. Viel hier, viele Kinder, alles hier dreckig und so. Laut, kann man nicht schlafen. Jetzt war auch Musik. Katastrophe hier alles. Für die Zugezogenen ist eher das Land, aus dem sie kommen, das Problem und nicht Duisburg. In Rumänien ist es ein Desaster. Wir haben dort keine Arbeit, wir haben dort gar nichts. Wir können in Rumänien überhaupt nichts machen, weil es dort keine Jobs gibt. Hier arbeiten wir und nehmen unsere Rechte in Anspruch. Manche leben vom Jobcenter und manche gehen in Vollzeit arbeiten. Also hinsichtlich des Lärms ist es so, dass wir uns eigentlich gegenseitig schätzen und es daher keine Probleme gibt. Wir sind hier nämlich unter uns. Wenn es hier Deutsche gäbe, würde es nur Probleme geben. Doch es gibt Probleme, und zwar seit längerem. Vor 7 Jahren dreht Spiegel TV schon einmal in Marxloh. Damals treffen wir Emil Lüschel. Der Hausbesitzer will am liebsten alles hinschmeißen. Die hygienischen Missstände geben ihm den Rest. Gucken Sie mal da eine Ratte. Da vorne ist eine Ratte, sehen Sie? Da, die Tonne, die leben hier, wo die Menschen sind. Sehen Sie, da kommt eine Mauer. Da. Guck mal den Bollermann an, da kommt ein Riesenvieh jetzt. Die Nager bringen Jüschel, der auf seinem Grundstück wertvolle Tauben züchtet, zur Verzweiflung. Damit die Ratten seine Tiere nachts nicht mehr töten, hat der Stahlarbeiter damals sogar eine eigene Falle gebaut. Das Ordnungsamt lässt mich im Stich mit der Rattenplage. Ich habe mich zigmal beschwert. Die haben gesagt, da können sie nichts machen, ist Privatgrundstück. Und mein Privatgrundstück muss ich selber Justiz machen und schützen. Heute, 7 Jahre später, sind die untragbaren Zustände etwas erträglicher geworden. Was sich hier verändert hat, ist, sag mal, das Müll ist weg von Nachbarhäusern und die ganzen Plage mit Ratten, Ungeziefer und alles, was wir hatten. Da hat sich, sag mal, nicht 100%, aber 85-90% weg. Dass sich die Lage verbessert hat, macht sich auch finanziell bemerkbar. Inzwischen kann Jüschel statt 2,50 Euro Miete ganze 6,50 Euro pro Quadratmeter verlangen. Doch nur eine Straße von seinem Haus entfernt ist alles beim Alten. Sperrmüll, wo er nicht hingehört. So, das ist hier die Hagelonstraße. Und ab hier fängt unsere Problematik wieder an. Hier in dem Bereich ist die Nachbarschaft richtig vermüllt. Richtig vermüllt. Und wenn jetzt ein normaler Bürger hier hinkommt und sich eine Wohnung angucken würde, diese Wohnung, würde er niemals nehmen, diese Wohnung. Niemals. Auch umsonst nicht die Wohnung, weil das so vermüllt ist. Was dann kommt, ist eine Abwärtsspirale. Je schlimmer die Verwahrlosung, desto unattraktiver die Wohnlage. Das Haus ist zwangsgeräumt worden, weil keiner Miete bezahlt hat. Das gleiche Problematik wie alle Häuser auch. Das Haus ist auch hier komplett normalerweise leer. Aber da wohnen immer noch Leute, die keine Papiere haben oder keine Anmeldung haben. Einfach Türe auf, sind rein und da wohnen die da drin. In den letzten Jahren sind immer mehr Menschen aus Osteuropa nach Marxloh gezogen. Fast 2/3 der Einwohner haben keinen deutschen Pass. Wer kann, geht weg. Im Stadtbild entstehen Lücken. Peter Hess vom Mieterschutzbund Niederrhein auf Leerstandsinspektion. Man hat die Gardinen hängen lassen, aber es ist wohl tatsächlich so, dass diese Erdgeschosswohnung nicht mehr zu nutzen ist. Ist es noch bewohnt? Hier scheint noch einer ausgehalten zu haben. Hier ist ja offenkundig, hat jemand etwas bewusst kaputt gemacht. Und das ist typisch für Objekte, die aufgelassen werden sollen, wo man gar nicht mehr möchte, dass jemand einzieht. Eigentlich könnte die Stadt hier eingreifen und die maroden Gebäude wieder instand setzen, damit sie vermietet werden können. Das passiert in Duisburg aber nicht. Peter Hess weiß auch warum.
Also längst gibt es die gesetzliche Bestimmung, dass zwingend notwendige Arbeiten im Rahmen einer Ersatzvornahme durch die Stadt, durch die Kommune veranlasst werden können und der Eigentümer muss bezahlen. Das ist praktisch, das ist gut, aber Kommunen wie Duisburg, Gelsenkirchen, längst aber auch Mülheim haben gar nicht die finanziellen Mittel, das Geld vorzustrecken. Heißt, aktuell wird nur der Kauf oder Abriss einer Schrottimmobilie bezuschusst. Eine Sanierung ist für Eigentümer daher kein Geschäft. In keiner anderen Region in Deutschland leben so viele Menschen auf so engem Raum wie im Ruhrgebiet. Trotzdem stehen in Marxloh reihenweise Wohnungen leer. Beispiel Hagedornstraße. Von insgesamt 46 Häusern gibt es in 15 Leerstände. Einige Häuser sind sogar komplett unbewohnt. Bedeutet, während deutschlandweit über 700.000 Wohnungen fehlen, ist hier jedes dritte Gebäude nicht vollständig ausgelastet. In einer Gegend, in der niemand wohnen will, fallen auch die Preise ins Bodenlose. In Marxloh liegt der Quadratmeterpreis mehrere hundert Euro unter dem Bundesdurchschnitt. Makler Armin Hertrich probiert aktuell, ein Mehrfamilienhaus loszuwerden. Bislang ohne Erfolg. Wir sind hier im Grillepark in Duisburg, am Anfang von Marxloh. Es ist ein Dreifamilienhaus von 1905. Hier die erste Wohnung im Erdgeschoss, die auch frei ist. Die kann man sich hier auch sehr gut ansehen. In allen Wohnräumen massiver Parkettboden. Entsprechend auch noch, ja, fast schon historisch, die Heizkörperverkleidungen mit gusseisernen Heizkörpern. Wie teuer ist das Objekt? Das Objekt haben wir jetzt aktuell kalkuliert mit 485.000 Euro. Was würden Sie dafür in Düsseldorf bekommen? In Düsseldorf würde ich schätzen fast das Dreifache. In Duisburg-Marxloh geeignete Käufer zu finden, ist dagegen eine Herausforderung. Solvente Investoren verirren sich eher selten hierher. Warum sollten sie auch? Marxloh ist halt eine spezielle Ecke. Kapitalanleger würden eher in Duisburg-Marxloh keine Wohnung kaufen. Muss man eigentlich wirklich so auch so sehen. Ja? Also wenn, dann sind es wirklich ja Bewohner, die hier ansässig sind, die sich vergrößern von der Familie. Die sagen, wir möchten entsprechend in Duisburg bleiben. Und da ist es schon etwas schwieriger. Da sind die Preise teilweise auch gefallen. Während sich Käufer im Rest der Republik gegenseitig überbieten, muss Hertrich selbst auf Kundensuche gehen. Akquise im Brautmodenparadies mit unkonventionellen Mitteln. Hier müssen wir dann teilweise eben auch, ja, schon auch mit Flyern arbeiten, die wir dann hier auch teilweise verteilen. Nicht immer sehen Kaufinteressenten dann hier, die sich für solch ein Objekt interessieren, dann auch bei Immobilien-Scout oder auf anderen Immobilienportalen um. Die muss man dann entsprechend darauf aufmerksam machen, dass es eben solche Objekte hier auch zum Kaufen gibt. Ein Makler als Hausierer. Verkehrte Welt in Marxloh. Statt zu kaufen, ziehen viele weg. Die Zustände am Erling-Hagen-Platz haben schon einige Anwohner zur Flucht gezwungen. So wie Daniel Mankowski und seine Partnerin. Bis Oktober 2021 haben sie durchgehalten. Doch dann wurde es unerträglich und teuer. Das ist der dritte Spiegel schon. Ja, das ist am Erling-Hagen-Platz passiert. Das erste Mal schon vor anderthalb Jahren. Und da hat meine Frau schon extra schon zwei vorbestellt, immer, weil es schon regelmäßig passiert. Die gegengeschlagen, die Kinder oder die Rumänen selber halt. Ne? An einem Sonntag im Hochsommer 2021 eskaliert die Situation in ihrer alten Wohnung. Das Paar hört ein lautes Klopfen vom Balkon unter ihm, gepaart mit unangenehmen Begleiterscheinungen. Mein ganzes Wohnzimmer war voller Fliegen und ein Gestank. Und ich sag, was dingelt das den ganzen Tag? Du hast den ganzen Tag nur Kloppen gehört. Und er so, ach, die bauen bestimmt Möbel zusammen. Ne, ich sag, ja komm, dann lass die machen, auch wenn es ein Sonntag ist. Und dann denkst du, ey, es werden immer mehr Fliegen in deinem Wohnzimmer. Machst das Fenster auf, guckst runter und siehst da müllsäckeweise diese Tiere im Ganzen. Und da habe ich mir auch gedacht, ey, wie ekelhaft ist das denn eigentlich? Die Ursache liegt auf dem Tisch. Guck mal, was man hier Fleisch, wie ekelhaft ist das denn? Ich hol direkt Ordnungsamt jetzt. Bah! Doch die Fleischverarbeitung ist nicht die einzige Aktion, die das Paar erleiden muss. Wir sind ja auch mit Kot und Essensresten auch beschmissen worden und auch mit Steinen. Ne? Und die wurden immer frecher und
Wir sind ja dann auch immer die eine Etage hochgekommen und haben vor meine Türe getreten. Wir hatten jedes Mal Angst, ey, wie viele sind das jetzt? Irgendwann schaffen die das, die Wohnungstür einzutreten. Die machen uns mausetot. Ich meine das wirklich ernst. Ich hatte hochgradige Todesangst. 14 Jahre haben sie am Erlinghagenplatz gewohnt, etliche davon gekämpft. Immer wieder werden sie beschimpft und bedroht. Nachbarschaftsterror ohne Ende. Schreist du mich an oder was? Du schreist mich nicht an, Kollege. Du kleiner Junge, hast Respekt, okay? Und du rufst die Polizei und die kommen wieder nicht. That's it. Und dann schmeißt du nach 14 Jahren, wo du all dein Geld und deine Kraft reingesteckt hast, alles in den Sack und flüchtest. Ich fühle mich hier nicht wohl. Wir bezahlen viel mehr, die Wohnung, die ist groß, die ist riesig, andere beneiden uns darum, aber das ist nicht mein Zuhause. Erlinger Hagenplatz war mein Zuhause, da steckt all mein Herz drin und ich bin verjagt worden. Auch im Stadtteil Marxloh haben viele Bewohner aufgegeben, verkauft, sind weggezogen. Emil Yücel ist einer, der geblieben ist, selbst wenn es manchmal schwer fiel. Und wenn er heute durch sein Viertel geht, blickt auch er eher skeptisch in die Zukunft. Vereinzelte Straßen sind sauberer geworden, weniger von den Mitbürgern, die uns die Sauerei das hier machen, ne? Ist weniger geworden natürlich, aber generell Marxloh, das wird immer Brennpunkt bleiben, ne? Brennpunkt, Sammelplatz und alles wird immer bleiben. Das ändert sich nicht. Vielleicht ja doch. Der Bund hat jetzt ein Förderprogramm aufgesetzt. Mit 50 Millionen Euro sollen Marxloh und ein weiterer Problemstadtteil in Duisburg verschönert werden.